Erfolg ist meine einzige verdammte Option. Scheitern ist es nicht. Eminem. Diesmal ein Rapper-Zitat. Herzlich willkommen zur dritten Folge Die Reseller mit RMK, René, mit Joe und meiner Wenigkeit. Schön, dass ihr auch wieder dabei seid. Herzlich Ja, willkommen, freut Jungs. mich. Hey! Hi. Hallo. Seid ihr gut drauf? Habt ihr Immer. Bock? Immer, immer, Grundsätzlich immer. ja. Grundsätzlich Grundsätzlich. ja. Kommt auf an, welche Fragen das noch kommen von dir. Die Oh, werden da immer kommt was. komischer. Oh, heute kommt was ganz, ganz Fieses. Heute kommt was ganz, ganz Fieses. Also, fangen wir mal mit einer Sache an. Wir haben es versäumt, in der letzten Folge den Gewinner aus der ersten Folge bekannt zu geben. Und deshalb würde ich René jetzt einmal bitten, wenn er ihn startklar hat, das wird er uns gleich sagen, den Ich habe ihn Gewinner. startklar, ja. Perfekt. Den Gewinner aus der ersten Folge mitzuteilen. Let's go. Also grundsätzlich haben wir das natürlich mit einem Random Comment Picker gemacht, also immer die Doppelten rausgefiltert, nur für die Leute, die es halt wissen wollen. Ich weiß nicht, ob wir das Ganze noch wo einspielen wollen. Das bedeutet, weiß nicht, auf Insta nur als Beweis, nicht, dass es heißt, okay, wir machen hier einen Scam sozusagen. Ich habe das wirklich gezogen. Aber der Gewinner lautet, der hat wirklich einen schwierigen Namen. Ich sage einfach, okay, ich versuche ihn auszusprechen. Nämlich Avocado Lodgerette. Lodgerette, kann Ja, das sein könnte so? hinkommen. Ausgesprochen? Könnte hinkommen. Avocado Lodgerette. Auf jeden Fall blenden wir es ein. Ich schneide sie auch noch. Also ich kann sie reinschneiden. Das ist kein Problem. Genau die Ziehung, die ist dann irgendwo zwischen uns drinnen. Dann seht ihr das Ganze. Aber du hast halt die Membership gewonnen und eine PSA-Karte. Ich habe hier einen ganzen Stoß stehen. Also von dem her, da bekommst du auch noch eine dazugelegt. Und ansonsten, ich schicke dir dann die Zugangsdaten. Wir connecten einfach. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ich denke oder ich hoffe, du wirst dich Herzlichen natürlich Glückwunsch auch von freuen uns. darüber. So, dann Jo. haben wir noch ein. Ah, okay. Ja, genau, natürlich. Das habe ich ganz vergessen. Herzlichen Glückwunsch von uns natürlich auch. Ja, geil, PSA-Karte. Also, wir haben noch einen weiteren Recap aus der letzten Folge, also aus der zweiten Folge. Da ging es ja so ein bisschen angerissen, ganz, ganz grob ums Thema Steuern. Da hakt jetzt Joe noch mal ein und ja, erzählt noch mal was kurz drüber, weil wir nämlich einen spannenden Kommentar hatten unter unseren YouTube-Videos und dazu noch mal eine kurze Ja, Ausführung ich hatte von das beim Joe. letzten Mal, wollte ich das nur so ganz kurz anreißen und wollte es gar nicht zu so einem großen Thema machen, als es um Thema Steuern ging. Und zwar ist es ja so, dass wir bei einer GmbH die Mehrwertsteuer abführen müssen. Also wir verkaufen was für 100 Euro, müssen wir 19% Mehrwertsteuer abführen. Heißt, 81 Euro bleiben Rest. Wenn wir den Artikel beispielsweise 50 Euro eingekauft haben, haben wir einen Gewinn von 31 Euro. Diese 31 Euro müssen wir dann versteuern. Und zwar die Gewerbesteuer und Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuer, da kommt der Solidaritätszuschlag, obendrauf sind ungefähr 15,5%. Die Gewerbesteuer richtet sich am jeweiligen Hebesatz, ist sehr kompliziert. Das lege ich, also ich sage jetzt auch mal rund 15%, sodass man dabei 30, 30,5, 31% ungefähr liegt, die man an Steuern zahlt auf seinen Gewinn. So, das nochmal kurz zusammengefasst. Genau, dazu sei nochmal gesagt. Also Leute, wir sind keine Steuerberater, wir sind keine Rechtsberater und wir haben das alles nicht studiert. Das ist alles ganz, ganz gefährliches Halbwissen, was wir uns natürlich alle selber auch zusammengesucht haben. Und aus unserer begrenzten Erfahrung versuchen wir euch da irgendwelche Tipps zu geben oder beziehungsweise die größtmöglich sinnvollen Tipps zu geben. Allerdings, wie gesagt, immer nochmal nachfragen und wenn es ums Thema Steuern geht, bitte einen Steuerberater hinzuziehen. Ich glaube, das könnt ihr unterschreiben. Absolut. Definitiv. Außerdem, es ist ja auch unterschiedlich. Also natürlich, wenn du jetzt ein Einzelunternehmen hast, wenn du eine GmbH hast, wenn du in Österreich wohnst und in Deutschland, wenn wir das jetzt immer darauf eingehen würden, das wäre halt, da müssten wir auf jeden konkret eingehen. Also was macht er gerade, hat er noch einen Hauptjob und so weiter. Das würde das Ganze übelst langweilig machen, so einen Podcast. Also wenn ihr da wirklich Fragen habt, konkret könnt ihr mir oder ihnen auch vielleicht nochmal direkt schreiben zur Not. Aber auch da wieder, natürlich bin ich kein Steuerberater. Ich habe selbst einen Steuerberater, der das für mich macht. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich bin immer der Freund davon, wenn ich mich wo nicht auskenne oder nicht so gut auskenne, mir jemanden zu holen, der das vielleicht studiert hat oder sich besser auskennt, um mir da dann Ratschläge zu holen. Bei meinen Aktieninvestments hole ich mir Collier, bei TCG den Sparkojoten und so kann man das super machen. Aber natürlich passt da definitiv auf, wie gesagt, und am sichersten ist, ihr sucht euch einen Steuerberater und besprecht das konkret mit eurem Fall, mit eurer Firma, mit ihm. So würde ich sagen.
Genau. Dann ein weiterer Recap. In der letzten Folge habe ich mit einem Sprichwort reingeschissen. Und zwar habe ich gesagt, dass sich das Eichhörnchen langsam ernähren würde. Allerdings ernährt sich das Eichhörnchen natürlich mühsam. Und das ist darauf zurückzuführen, dass das Eichhörnchen den ganzen Herbst damit beschäftigt ist, Nahrung für die kalten Wintermonate zu sammeln. Es ist also ein sehr mühsamer und zeitaufwendiger Auftrag der Natur oder in der Natur. Und deshalb trifft diese Redewendung auch auf steinigen Reseller-Wege hin. Und das nochmal ein kurzer Recap dazu. Ja, dann ist uns aufgefallen, dass unsere Zuschauerzahlen bzw. Hörerzahlen leicht zurückgegangen sind. Wir führen das so ein bisschen darauf zurück, dass wir kein Bildmaterial das letzte Mal hatten. Offensichtlich guckt ihr uns ganz gerne dabei zu. Das hat auch, glaube ich, einer unter die Kommentare Kann ich nicht geschrieben. verstehen. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich darf jetzt nichts Fieses sagen, sonst werde ich wieder Zurecht, zurecht. gebasht. Alles gut. Aber wir hoffen, dass die Zuschauerzahlen und beziehungsweise die Hörerzahlen wieder hochgehen. Wir sind da aber guter Dinge. Ihr seid ja treue Gefolgsleute. Alles gut. Ja, das Also, was Heftige ist, passiert? Okay. wenn ich kurz einhaken darf, das Heftige ist, auf einmal, wo kein Bild auf YouTube ist, sind die Zahlen auf Spotify nach oben gegangen. Das ist witzig. Also die Leute, wenn sie uns nicht sehen, switchen die und hören es doch lieber auf Spotify. Das ist so meine Schlussfolgerung daraus. Komisch, aber ist so, glaube ich. Wir sind natürlich offen für eure Vorschläge. Also wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, immer bitte unten in die Kommentare. Ja. Wir wechseln Joe nicht aus. Das machen wir nicht. Bevor es einer sagt. Gut, was passiert in dieser heutigen Podcast-Folge, die jetzt am Mittwoch kommt? Das Thema ist Verkaufsplattform. Da gehen wir ein bisschen näher drauf ein. Ist natürlich wieder für die Reselling-Beginner. Ist, glaube ich, aber trotzdem eine ganz spannende Geschichte. Vielleicht hat der ein oder andere, ja, der schon ein bisschen länger im Reselling-Game ist, von der einen oder anderen Plattform noch nichts gehört. Warum lohnt sich denn das Zuhören? Wir haben immer wieder Gewinnspiele am Start, heute mal nicht, aber wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und natürlich sind wir immer an Interaktionen mit euch interessiert. Also Q&A ist heute natürlich auch wieder am Start. Dann geht's los. Joe. Ja. Hä? Highlights, Rückschläge, Ja, Rückschläge Erfolge. war auf jeden Fall so ein richtiger Aha-Effekt, muss ich sagen. Wir haben ja, ihr wisst ja, den Deal mit René, dass wir Ware von ihm gekauft haben und es kommt immer noch das eine oder andere nachgeschickt. Und René hat letzte Woche gesagt, du, es ist was auf dem Weg zu dir. Dann werde ich den einen Morgen, werde ich wach, weil mein Handy klingelt. Und ich gehe ran, sage, ja, was los? Ja, hier ist der Nachbar. Ich sage, welcher Nachbar? Ich kenne die Nummer gar nicht, ne? Naja, ich habe jetzt schon das zweite oder dritte Mal ein Paket für Sie empfangen und ich traue mich gar nicht zu sagen, was da drin ist. Ich sage, wie, was soll denn da drin sein? So, ich habe gedacht, okay, vielleicht sind es die Pakete von René, das ist falsche Adresse, ne, soll wohl 100 Meter Luftlinie entfernt sein. So, dann sage ich, ja, wie heißen Sie denn? Wo wohnen Sie denn? Ja, das sage ich nicht und keine Ahnung. Und Sie wissen genau, was da drin ist. Ich traue mich das gar nicht zu sagen. Ich sage, was ist denn da drin in den Paketen? Ja, da sind lauter Kondome drin. Ich sag, was? Ich habe gar keine Kondome Okay. bestellt. Was passiert hier gerade, ne? Und ja, ich finde das unmöglich. Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich sage, hä? Ja, ich habe Ihnen die vor die Tür gestellt, die letzten Tage schon. Ich sage, hä? Bei mir stand kein Paket vor der Tür. Ich sage, okay, gut, ich frage René mal. Ich sage, du, sag, gib mir mal eine Sendungsnummer, dass ich wenigstens weiß, wo die Pakete abgegeben wurden oder wie auch immer. Und René sagt, ja, ich recherchiere mal. Und René, du kannst ja mal sagen, was bei der Recherche rausgekommen ist. Also grundsätzlich wollte ich euch nur versorgen, nee, Spaß. Es ist einfach so gewesen. Ich hatte letztens eine Insta-Story gemacht, wo ich Pakete gepackt habe und ich glaube, auf YouTube hat man die auch gesehen. Da habe ich halt so einen Schnitt gezeigt, wo ich ein bisschen was packe und da sind euer Paket, das war ein größeres, ein kleineres noch, auch dort gestanden. Und es war halt schon die ganze Frankierung drauf. Also meiner Meinung nach wurde das, also ich kann es nicht ganz unbedingt sagen. Also es stand halt dann dort, dass dieses Paket umgeleitet wurde und ich dachte mir schon, okay, boah, was ist jetzt passiert? Ist das Paket jetzt, wurden wir jetzt gescammt? Wurde das zu irgendeinem anderen umgeleitet? Da ist schon auch Ware drin, die gut was wert ist. Ich habe auch PSA-Karten, weil wir gerade darüber reden, habe ich auch zwei noch so reingepackt für euch, also als Glücksbringer. Und dann dachte ich mir, boah, das wäre halt überhaupt nicht nice. Hab dann beim Dienstleister angerufen und konnte das Ganze dann klären. Also das wurde umgeleitet.
wurde dann nicht angenommen, keine Ahnung. Aber was ich dazu sagen will, es ist wirklich gefährlich und es ist immer wieder so, oder nicht gefährlich, aber wenn man in der Öffentlichkeit ist und irgendwo was zeigt und es sind 10.000 Leute, dann überlegt sich vielleicht jemand mal so einen Spaß. Eure Nummer steht im Impressum wahrscheinlich drinnen. Man hat die Sendungsnummer gesehen, man kann das Ganze umleiten. Wenn man die Daten von uns kennt, findet man leicht raus, mein Impressum, euer Impressum und so weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn, Freunde, wenn ihr auch Instagram-Kanäle habt, wenn ihr auf YouTube seid, das war mein Fehler, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich habe halt auch nichts, da muss man das Bild wirklich stoppen, um das dann auch zu sehen. Also da hat sich jemand Mühe gegeben, aber ich habe auf gar keinen Fall Kondome zu euch geschickt. Ich würde es euch sagen, wenn es so wäre, vielleicht irgendein Spaß, keine Ahnung, auf jeden Fall, das war die Story, echt heftig. Aber es war so, meiner Meinung nach, richtiger Aha-Effekt, dass man einfach auf viele Sachen aufpassen muss. Ne, und darum auch sowas. Das habe ich dir aber von Anfang an gesagt. Weißt du noch, wie wir darüber geredet haben? Also ich habe dir schon gesagt, es kann natürlich mal, wenn man da was liegt und so, ihr werdet größer, es sind tausende Zuhörer und vielleicht hat sich jemand Spaß erlaubt, ist eh nicht so schlimm, aber ich finde es halt trotzdem nicht nice, weil ich wieder die Versandkosten bezahlen muss. Nochmal, egal. Weißt du, was ich meine? Trotzdem aufpassen. Sehr, sehr nicht gefährlich, nicht, aber es ist halt unnötig, mühsam, ich muss dort anrufen. Scheiße, Es nervt total. Ja. Das habe ich aber öfter bei mir. Nicht nur bei euch, sondern sehr oft so irgendwas. Es war natürlich eine witzige Geschichte letztendlich, dass sich dann auch einer überlegt hat, da wirklich zu sagen, Kondome, wir verstehen ja auch Humor und wir sind für alles offen. Wir sagen aber auch ganz klar, und das sollte unseren Hörern auch bewusst sein, dass Scam-Versuche bei uns konsequent angezeigt werden. Also es lohnt sich nicht, das weiter zu versuchen. Auch da, in diesem Fall, haben wir die Nummer weitergeleitet an die Behörden. Wir überlassen das den Jungs und wir gucken, was dabei rumkommt. Ist einfach nur zum Hören. Natürlich wird kein René seine private Handynummer in sein Impressum schreiben. Auch da braucht er nicht versuchen, ihm bei WhatsApp oder sowas anzutickern. Das macht halt keinen Sinn. Bei uns sind es auch irgendwie alles geschäftliche Nummern, weil wir natürlich auch wussten, wenn wir mit René irgendwie live gehen, dann hat er Zugriff auf 55.000 Abonnenten bei YouTube, einen Haufen Hörer jetzt bei Spotify, natürlich auch 27.000 Follower bei Instagram. Also da wäre man ja schön bescheuert, wenn man da seine echte Nummer reinpacken würde. Gut. Ja, was ist noch Interessantes passiert? Wir hatten natürlich weiterhin Probleme mit Steuern. LexOffice kann das irgendwie nicht so abbilden, wie wir das gerne wollten. Ja, also haben wir uns nach einem neuen Programm umgeschaut, haben auch eins gefunden. Ob es dazu dann in den nächsten Folgen vielleicht mal eine komplette Sonderfolge gibt oder eine ganz eigene Reihe. Das überlegen wir noch. Aktuell reden wir noch mit dem Programm, was uns da zur Verfügung gestellt wurde. Die haben natürlich auch eine Marketingabteilung und vielleicht können wir mit denen gemeinsam irgendwas Cooles auf die Beine stellen und für euch noch natürlich was rausschlagen. Also im Endeffekt ist es immer so, wenn man mit Leuten kooperiert und vielleicht da auch Werbung macht, dann wird man da auch was dran verdienen. Aber wir wollen da das Beste für euch auch rauskriegen und raushauen, weil wir nur für coole Geschichten auch Werbung machen wollen. Ja, das ist grundsätzlich so das, was in unserer Woche passiert ist. Vielleicht hat einer die Folge davor auch nicht gehört. Es geht halt darum, dass sich Rechnungen von eBay nicht so 0815 ganz einfach verbuchen lassen im System, weil eBay nicht nur eine einmalige Auszahlung macht, sondern mehrere zusammenpackt und auch deine Ausgaben, die du hattest, damit verrechnet. Das kann nicht jedes Programm so ganz genau auseinanderfriemeln und wir haben jetzt eins gefunden, wo das möglich ist und testen das gerade so ein bisschen aus und wenn das funktionieren sollte, dann teilen wir euch das natürlich umgehend mit, sind aber dann noch in der Testphase in Gesprächen mit dem Anbieter und dann werdet ihr mehr erfahren. Ganz genau, du hast es nochmal auf den Punkt gebracht, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Es gibt ja auch Leute, die zweite Folge nicht gehört haben. Davon bin ich jetzt natürlich nicht ausgegangen. Wär auch unverschämt. Ja? Also die dritte Folge gucken, wenn die erste, zweite gesehen haben. Ja, das ist fast... Ja, das ist wirklich unverschämt, das macht man nicht. Nein, wie gesagt, am Ende des Tages hoffen wir, dass wir da was Cooles für euch rausholen können und wenn da alle profitieren, haben wir wieder die Win-Win-Situation für alle. Ist doch cool. Da wir, glaube ich, erstmal alle nichts weiteres haben von Rückschlägen, Highlights oder Erfolgen,
Und so richtig witziges Zeugs ist auch nicht passiert. Also ist auch das mit dem Kondom. Würde ich einfach die Zahlen droppen? Wenn du zu den Zahlen kommst, wird man auch sehen, es ist so, dass wir wirklich durchgehend, obwohl wir ehrlich gesagt die letzten zwei Wochen faul waren, muss man ja ehrlich mal sagen, nicht, dass wir generell nichts gemacht haben, sondern wir haben einfach nicht zusätzlich mehr gelistet. Das ist einfach so, ja. Dass die Verkaufszahlen nicht einbrechen, dass wir nicht weniger Verkäufe haben, sondern sind steigend sogar. Wir sind jetzt sogar bei 10 bis 20 Verkäufen und nicht mehr bei 5 bis 10. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass es so weitergeht, aber ja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt mal die Zahlen droppen. Ich habe jetzt den letzten Freitag mal rausgenommen, weil der war ja wirklich outstanding. Wir haben in der letzten Woche 123 Verkäufe, einen Durchschnittsumsatz pro Artikel von 11,47. Der ist ein bisschen runtergegangen um 29%. Wir hatten Umsatz mit Auktionen, hatten wir ja vorher gar nicht. Das waren nur 10,70 Euro. Und dann haben wir einen Gesamtumsatz von 1.445 Euro. Ja, der ist auch ein bisschen runtergegangen. Wie gesagt, dieser eine Verkauf war ja outstanding letzte Woche. Ich denke aber dennoch, wenn man den jetzt mal rausrechnet, gehen die Verkäufe hoch. Du hast es absolut auf den Punkt gebracht. Ich merke es ja auch beim Aufwand mit Verpacken. Des Weiteren, ist ja auch so, dass ich beim Verpacken merke, okay, ich muss einfach immer mehr Pakete packen. Ja, aber da kommen wir später zu noch dazu, zu dem Thema. Ja, genau. Ich glaube, das wird nachher auf jeden Fall nochmal vorkommen. Ja, René, wie sieht's bei dir aus? Verpacken ist ein hartes Brot, wa? Gerade wenn du so in den Startlöchern bist und noch keinen hast, der jetzt so für dich verpacken sollte. Ja, also da kann ich eine Story auch dazu erzählen, aber noch ganz kurz, bevor wir auf das Verpacken kommen, lass mich nicht wieder abschweifen und dann vergesse ich es wieder. Aber es wäre natürlich auch spannend, ich habe jetzt den Shop wieder zurückbekommen. Das ist ein Shop, den ich 2015 gegründet habe mit meiner allerersten Firma. Da hatten wir 1000 Sales ungefähr. Wir haben mal größere Artikel verkauft, auch Rechner damals und Lego. 1000 Sales ungefähr drauf und 600 Bewertungen, so ungefähr, nagel mich da nicht fest. Und den habe ich jetzt wieder zurückbekommen, in Anführungszeichen. Also den habe ich jetzt umgeschrieben und so weiter. Ist ja egal, es ist auch nicht spannend. Aber den will ich als öffentlichen Job hernehmen. Aus dem Grund, weil sehr, sehr viele mir beschreiben über TikTok oder über Insta, hey, du gehst am Flohmarkt, gehst dorthin und so weiter. Wo können wir das Zeug kaufen? Gibt es das Zeug, wenn du es reparierst? Und vielleicht ist das auch ganz cool für unsere Podcast-Folge, dass ich auch dort zu listen beginne, nebenbei, wenn ich Zeit habe. Und dann kann ich auch immer meine Verkäufe droppen. Vielleicht ist das auch spannend. Da müsst nicht nur ihr immer, also müsst, dürft, keine Ahnung. Aber vielleicht so auch eine spannende Geschichte, wenn ihr das wollt, keine Ahnung. Einfach, ist mir nur ganz kurz eingefallen. Perfekt. Das finde ich ganz spannend. Ja, auf jeden Fall. Ich würde auch das mit dem Umschreiben mal interessieren. Da können wir dann in einer anderen Folge mal drüber sprechen, weil ich auch noch einen alten Shop habe. Aber sonst, klar, cool, wenn du da synchron was mit uns listen und machen kannst und hier zeigen kannst, warum nicht? Super, ja, top. Genau. Und jetzt noch kurz zum Verpacken. Also grundsätzlich, Verpacken war bei mir das Schlimmste. Also einkaufen habe ich am liebsten gemocht, auch Listen war okay. Ich hatte da immer, habe ich mir so Ziele gemacht und habe dann gefernseht so nebenbei, so Bundesliga manchmal am Samstag gelistet. Das war ganz geil am Anfang, wenn ich jetzt am Anfang so denke. Aber Verpacken, ich habe auch den Sale gern angenommen, so, aber Verpacken, das ging überhaupt nicht. Ich habe mir dann auch manchmal, haben mir Freunde dann geholfen zu verpacken, damals Freundin, meine Mom, mein Vater, jeder hat irgendwie immer für mich verpackt am Anfang, außer ich selbst nicht, weil ich hatte da so viele Misserfolge beim Verpacken, das muss ich ganz ehrlich sagen, es war alles irgendwie defekt, es war nicht gut verpackt, es war einfach nur beschissen für mich, so, weißt, ich habe es gehasst und vielleicht auch, weil ich mich immer so reingesteigert habe, dass ich es nicht kann. In Wirklichkeit hatte ich keinen Bock drauf und das führt wieder dazu, dass du es nicht gut machst, das ist überall im Leben so. Aber ich habe mich da am Anfang irgendwie so durchgehangelt mit Leuten, die mir geholfen haben, meistens sogar gratis und bis dass ich dann der Erste, der mir dann wirklich die ganze Zeit geholfen hat, den habe ich auch bezahlt dann dafür, logischerweise, aber das erste Jahr habe ich fast nichts verpackt, sondern immer mir Leute geholt, die mir geholfen haben beim Verpacken. Echt strange, aber cool irgendwie. Genau, das war so meine Verpacken-Story am Anfang. Boah, ich kann mich da komplett rausnehmen. Ich mag Einstellen nicht so gerne. Da kriege ich so harte Kopfschmerzen irgendwann bei. Vor allem, wenn es ähnliche Artikel sind, so wie unsere geliebten Druckerpatronen, dann wirst du irgendwann bekloppt. Und mittlerweile kann ich, glaube ich, alle Druckerpatronen auswendig, also fast alle, zumindest die von HP.
Und es ist, ja, du wirst einfach verrückt dabei, wirklich. Gerade zählen, dann einstellen und dann hast du dich verzählt und dann waren es aber 50 Stück und boah, das kann jeder nachvollziehen. Aber ich glaube, Joes größtes Leid ist aktuell das Verpacken. Also der hat es ja gerade schon auf den Punkt gebracht und der kann da gut mit dir mitfühlen. Ich weiß nicht, manchmal schaffe ich es einfach dann auch nicht alles mit einem Mal zu machen, weil wie gesagt, ich habe meinen Hauptjob, fahre nach dem Hauptjob ins Lager, fange an zu verpacken, frankiere, fahr los, bring das weg, dann nach Hause zu Frau und Kind und da auch noch ein bisschen Zeit verbringen. Ne? Und dann bist du natürlich schon irgendwie ein bisschen begrenzt in deiner Zeit, kannst du nicht 3-4 Stunden einpacken. Dann verschiebt sich das, dann muss ich dafür am nächsten Tag nochmal hin. Ja, also ich meine, es ist cool, klar, freut es uns für die Umsatzzahlen und so weiter, absolut top. Aber das ist so eine Sache, die ist ja lästig. Ja, genau, es ist halt anstrengend, der anstrengende Part, sage ich mal. Und einkaufen ist immer das Coole. Ja, man kennt es, man geht in den Laden und will sich irgendwas kaufen, eine neue Uhr, ein neues T-Shirt oder so. Da ist man immer happy und genauso ist es als Reseller auch. Du kaufst ein neues Produkt für deinen Shop und bist halt voll, oh ja, cool und so. Und dann, okay, jetzt muss ich es inserieren. Okay, jetzt muss ich es verpacken. Ja, also die genau. Ja, das Probe, nimmt so ab, das Ganze. Ab. Klar, ja. Die Zahlen bringen es wieder hoch, aber ja, das Verpacken ist dann am Ende. Echt, ist das bei euch wirklich so? Bei mir ist so, kaufen ist natürlich ganz weit oben, dann also fotografieren, einstellen und dann geht's wieder nach oben. Ja, Mann, Katsching, Katsching, ich aber schick's weg und so. Genau, die Kohle kommt nicht verpackt. Genau. Ja, als ob ich noch nie verpackt hätte. Das ist so ein Quatsch, so ein absoluter Blödsinn. Jetzt könnten wir ja mal sagen, wie oft hat denn Joe schon eingestellt? Gut, wir lassen das Thema jetzt. Ja, wir müssen hier jetzt keinen Gliedvergleich machen, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, okay, pass auf. Wie sind denn so die größten Herausforderungen in der nächsten Woche, beziehungsweise was sind so die Ziele, Joe? Naja, also wir kriegen ja von René noch ein paar Sachen geliefert. Ich habe ja zu einem Kumpel gegeben, das hatte ich, habe ich das schon mal gesagt? Nee, hatte ich glaube ich noch gar nicht irgendwo auf Insta oder so. Wir haben ein paar PCs von René bekommen, unter anderem auch ein paar i5-PCs. Und da ich selber keine Zeit habe und das Know-how, habe ich einen Bekannten, der setzt die für uns auf. So, die sind jetzt alle bei dem, es sind 14, 15 Stück mit Laptops zusammen und da fehlen aber einfach noch so ein paar Teile. Er hat gesagt, gib mir mal eine SSD und das Teil fehlt, der Netzstecker fehlt hier und so Kleinigkeiten. Ne? Und da habe ich René angeschrieben, ja, ich habe da noch ein bisschen was da, wir sind zusammengekommen, schickt mir das. Das Paket wurde jetzt natürlich umgeleitet und ist jetzt noch nicht hier, ist also noch auf dem Weg. Das muss ich also noch hinbringen, dass er die aufsetzen kann. Ja. Das ist auf jeden Fall noch so eine Aufgabe, die auf jeden Fall ansteht. Sollte auch morgen dann ankommen. Morgen oder Mittwoch sollte es da sein. Ja, ja, passt. Boah, außer es wird wieder irgendwo. Nee, aber das sollte klappen. Definitiv. Schauen wir mal. Ja, dann ist natürlich noch eine große Herausforderung von uns, dass wir ja noch schwächere PCs haben. Das sind 37 Stück, die lagern gerade bei uns auf so einer Palette. Und die müssen wir irgendwie noch versuchen loszuwerden. Natürlich könnten wir die jetzt auseinanderbauen und in Einzelteilen verkaufen, aber es würde wieder so viel Arbeit bedeuten und die Zeit finden wir gerade einfach aktuell nebenher nicht. Das schaffen wir einfach nicht auch noch. Und deshalb versuchen wir die in eins wegzukriegen, aber es gibt tatsächlich gar nicht so viele Kunden, beziehungsweise in unserer Reichweite nicht so viele Kunden, die da großes Interesse dran hegen. Es sind immer wieder Leute, die quasi einzelne Parts haben wollen, vielleicht auch Studis, die ja, sich zwei Laptops holen wollen, aber wir wollen natürlich alles gemeinschaftlich jetzt loswerden. Jetzt könnte man sagen, ja, jetzt sind die zu faul, die paar PCs, die sie da noch rumliegen haben, auseinanderzubauen oder zu verkaufen oder wie auch immer. Es ist aber nicht so, dass wir nur diese PCs haben, die noch gelistet werden müssten oder verkauft werden müssten. Es sind halt immer noch über 10 große Kisten, wo Ware drin ist, die noch ja, geprüft, sortiert, fotografiert, eingestellt und gelistet werden müssen. Und das hat einfach da Vorrang, ne, weil das ist auch einfacher als die Prüfung und Aufsetzen eines PCs. Und ja, deswegen wollen wir das Konvolut einfach weiterschieben. Und das neben dem Job, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ist ja nicht so, dass ihr das den ganzen Tag macht, wie ich beispielsweise, sondern ihr habt ja natürlich noch den Job. Das darf man nie vergessen, weil natürlich, wenn das der eine oder andere Hörer sagt, ja, das schaffen wir doch, aber in Wirklichkeit, naja, Familie, Job und irgendwo dazwischen ist das Ganze, was die zwei Jungs jetzt machen, das ist der größte Respekt.
von mir nochmal. Ja, danke dir. Und man muss sich ja auch einfach. Danke, danke. Das hört man Infos gerne. Holen, ne? Ich finde es halt super interessant. Bei Instagram schreiben wir jetzt schon mit einigen Leuten, die uns Fragen stellen. Freue mich total, wo wir auch versuchen, so gut wie möglich und so gut wir es können, auch zu antworten. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Scheiße. Kennt man gar nicht von dir. Gut, dann mache ich mal weiter. So, das macht dich nur sympathisch. Achtung. Noch sympathischer. Nein, noch sympathisch. Ganz wichtig. Jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Das ist so herrlich. Ja, dann hau raus. Machen das ja auch neben dem Job, ne? Und ich finde es halt auch so cool zu erfahren, wie andere damit umgehen, wie andere das machen. Und ja, auch so Fragen, die sie einem stellen, wo man weiß, okay, gut, da hat man sich selber schon informiert. Das ist ja auch Zeit, die man braucht. Auch gerade am Anfang, wo man sich hinsetzen muss, einfach um das Ganze zu recherchieren, wie funktioniert das, wo muss ich das machen, wie ist das mit der Steuer, dass ich da auch nicht 100% fit bin, ist klar. Aber das ist auch Zeit, die man sich einfach ans Bein binden muss und mit der man, glaube ich, am Anfang auch gar nicht rechnet. Ne? Man sagt, okay, ich muss Ware kaufen, einstellen, Listen, fotografieren, verschicken. Nee, da gehört ja noch viel mehr dazu. Buchhaltung, die Information, was muss wohin, welche Programme brauche ich und so weiter und so fort. Und da seid ihr genau auf dem richtigen Weg, wenn ihr Kanäle wie René folgt, also RMK oder diesen Podcast hört, auch wenn da viel Schwachsinn dabei ist bei uns. Aber ich denke, das eine oder andere nützlich ist auch für euch dabei. Ja, genau. Absolut. Dann kommen so Kleinigkeiten dazu, wie ich brauche einen Aufkleber für Batterien, die ich versenden möchte, beziehungsweise Controller, die Batterien beinhalten, die ich versenden muss. Nach welcher DIN-Norm müssen die gelabelt sein und was muss ich da alles draufschreiben? Man kann sich gar nicht vorstellen, was mit jedem Verkauf irgendwie noch on top kommt. Also, da habe ich am Anfang überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, wir verkaufen unsere Waren und das ist alles schick. Aber das nimmt teilweise Ausmaße an, aber irgendwie kann man alles bewältigen, sage ich euch auch wieder. So, und jetzt die geilste, die wichtigste, die beste Kategorie, Leute. Deal Game. Uiuiui, da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut. Das wird super. Also, ja, seid ihr ready? Bin gespannt. Bin gespannt, was du uns wieder antust. Nein. Sehr gut. Also, ey, witzig, wir haben es fast schon beantwortet. Lieber jemanden zum Verpacken oder zum Einstellen bei eBay einstellen? Verpacken. Okay. Da würde ich sogar lieber wen einstellen, der mir nur 5 Stunden verpackt, wie wenn ich jemanden, der mir 30 Stunden einstellt, also haben könnte. Halt, ne? Okay. Also ich habe es ja zumindest so gemacht, dass ich mir Sachen mit nach Hause genommen habe und dann. Also ich bin ins Lager gefahren, habe dann eine Viertelstunde alles zusammengesucht, habe das mit nach Hause genommen und habe es dann abends vom Fernseher verpackt, weil ich gedacht habe, okay, dann kann ich mit meiner Frau so ein bisschen Zeit auf der Couch verbringen, wir gucken zusammen Film. Ist wenigstens so halbwegs. Kann ich Zeit so ein bisschen auf Zeit zusammen verbringen irgendwie abends. Und dann ist es aber so, wenn du die Kartons faltest und dann die Rolle abwickelst und das knirscht und knarrt, genau, und dann zusammenknüllst und da reinschaust. Meine Frau guckt mich an und sagt, willst du mich eigentlich verarschen? Ich kriege hier gar nichts mit. Ja, und anders, wenn ich neben ihr sitze und Inserat schalte, ist es halt, ne, da bin ich ruhig, sie kriegt nichts mit. Ein bisschen Tastenklimpern ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Das lässt sich entspannter machen, als Pakete da zusammenzuschnüren. Ich fühle das so sehr. Du kannst diese Kleberolle, die kannst du auch nicht leiser machen. Das hört sich immer ratsch. Ja, gibt schon welche. Echt, ja? Das siehst du, wenn man ein bisschen spart bei den Kleberollen, dann sind die richtig laut, so viel, bis für das der Nachbar hört. Ja. Und dann gibt es aber die relativ teuren, da gibt es sogar, ich glaube, da gibt es welche, die sogar werben, dass die leise sind, leises Abrollgeräusch oder so. Weil du musst dir vorstellen, wenn du 30 Mitarbeiter hast, blöd gesagt, oder 10 oder was auch immer, und die alle machen das den ganzen Tag, die werden gegenseitig verrückt. Ja, deswegen also wir haben schon die leisen Rollen auf jeden Fall. Wir haben nicht die ganz lauten, die hatte ich einmal und dachte mir, Alter, lass nie wieder. Aber wie gesagt, Karton falten, zusammenpacken und allein das Papier, ja, was du zum Ausfüllen der Löcher nimmst, zusammenknüllen. Ja. So eine Sache. Ja. Ja. Ja, ich fühle das. Okay. Lieber over oder underdressed? Also ich bin safe für under. Ja, under. Definitiv auch underdressed.
Ja, weil sonst die Leute gucken dich an und denken, oh, guck mal, was für ein Penner, ja. Also ich habe auch ein paar alte Schuhe, meine Frau sagt, schmeiß die doch mal weg, ne? Ich sage, die sind aber so bequem, ja, die sind aber kaputt. Ja, ist mir doch egal, die sind bequem. So, jeder denkt, du bist der allerletzte Dulli, ne? Und andere Leute siehst du dann, die, weiß nicht, haben Prada oder Gucci auch oft gefälscht, ja. Aber dann guckst du auf dem Konto, da ist halt nichts, gar nichts. Da wird halt alles dafür ausgegeben und ich habe lieber mehr Geld auf dem Konto und meine Sachen sind da nicht ganz so geil. Ja, so meine Meinung. Also ich finde auch bei mir ist es auch, ich habe ein paar Schuhe, die wechsle ich genau einmal im Jahr, weil sie kaputt werden und immer die gleichen. Das ist richtig, ja auch komisch, aber ja. Auf jeden Fall, die Erwartungshaltung ist dann auch viel, viel, also ich weiß nicht, ob die Erwartungshaltung höher ist, aber ich weiß ich nicht, wenn ich solche Leute sehe, also solche Leute, ich will es ja keinen irgendwie, wer sich das kaufen will, easy, macht das doch, aber ich denke mir dann immer, meine Erwartungshaltung an die Leute ist halt okay, der hat, muss jetzt richtig was drauf haben, eventuell, wenn ich mit dem in den Geschäftstermin gehe und der hat jetzt 5000 Euro Klamotten an, in Anführungszeichen, und deswegen, und wenn er dann nicht delivert, dann denke ich mir, ja, schwierig, so. Also nur jetzt aufs Geschäftliche gesehen und selbst würde ich es mir einfach nicht kaufen, weil ich lieber in PSA-Karten investiere oder in Aktien oder in Dinge, die wieder an Wert steigen und nicht in mein. Also das habe ich sogar geschenkt bekommen. Das ist so ein gesponsertes Ding, habe ich von Collier. Der schreibt auch immer aus, wenn er Klamotten will von so Firmen, dann bekommt er das so geschenkt. Das finde ich ganz nice. Du, René, wir machen jetzt auch Merch. Kannst auch gerne ein Jopidos-T-Shirt haben, wenn du willst. Wenn ich es gratis bekomme, dann schon, ja. Du, mein Lieber, Okay, du kriegst ein du kriegst T-Shirt es und du gratis musst von im uns. Video komplettes Jopidos-T-Shirt tragen. Ja, aber dann ist es wie hier, weißt du, dann sitze ich mich so hin, dann sieht man es Nein. nicht so. Nein, dann kriegst du von uns auch noch ein Halstattoo, wenn du möchtest. Ja, nee, muss nicht sein. Nicht unbedingt. Nee, aber darauf zielte natürlich auch genau meine Frage ab. Wenn du jetzt in einen Geschäftstermin gehst, und du hast da jemanden, der so, ja, mit Anzug, Krawatte, Jackett und einer vernünftigen Anzughose da sitzt, mit schön gewienerten Lackschuhen, würdest du dem eher einen Deal abkaufen als einem, der so ganz chillig, so wie ich gerade hier, Jogginghose, Hoodie, weiß ich nicht, gegelte Haare, zerzottelter Bart. Also ist der für dich vertrauenswürdiger? Weißt du, was ich meine? Also nicht unbedingt vertrauenswürdig, aber meine Erwartungshaltung an den ist schon mal höher. Wenn ich den jetzt irgendeine fachspezifische Frage stelle und der hat keine Antwort drauf, dann haut es sein ganzes Konzept zusammen, das er mir sozusagen verkaufen wollte. Grundsätzlich schaue ich halt immer, wie verstehe ich mich mit dem, ist der sympathisch, also das ist mal ganz, ganz wichtig, kann er auch sich ausdrücken und hat nicht nur seine Vorgaben, die er runterliest, aber natürlich will er mir am Anfang zeigen, okay, das bin ich, das ist ja das, was er dir aufdrücken will und dann musst du es halt rausfinden, ob es wirklich ist oder nicht. Ob jetzt das Auswirkungen hat auf die Entscheidung, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Ob das jetzt unterbewusst dich lenkt, aber ich habe so ein paar Dinge, die ich halt durcharbeite und der kann anhaben, was er will, außer er ist nackt oder so. Dann wird es ganz wird der Spaß. Aber ihr wisst, was ich meine. So. Also ich denke schon, dass der erste Eindruck auf jeden Fall auch zählt. Ja, weil so ein gewisser Termin auf jeden Fall. Das kann man aber auch ganz schnell, entweder man macht ein schlechteres Outfit wieder wett, indem man einfach performt mit dem, was man halt sagt und wie man sich artikuliert und wie man eben zeigt, dass man einen Plan hat. Oder aber jemand, der top gestylt ist, fängt an zu reden und denkst dir, bitte hör einfach wieder auf zu reden. So, es ist halt, deswegen würde ich es nicht Ja. pauschal an der Kleidung ausmachen. Genau, so ist Ja, es. absolut richtig. Und da sind wir dann auch wieder bei unseren preußischen Tugenden, ne? Ehrlichkeit, Pünktlichkeit. Du kannst den geilsten Zwirn anhaben, wenn du nicht pünktlich bist. Weiß ich Apropos nicht. zu Also, den preußischen dann kann ich Tugenden, dich da habe nicht ich übrigens ernst zu meiner nehmen. Frau dann nach der letzten Podcast-Folge gesagt, übrigens, der René, der hat genau das gleiche Problem mit seiner Freundin wie ich, dass er dann schon im Auto sitzt und sie das Haus noch nicht verlassen hat, weil sie nicht pünktlich kommt. Problem. Ja, ich meine, mit der Pünktlichkeit. Komisch, wa? Komisch. Ja. Nee, aber das ist Scheint ein irgendwas, Problem meine von Frau euren fand Frauen es zu übrigens sein. nicht so witzig. Ja, aber grundsätzlich habe ich sehr oft genau das gleiche wie Joe. Nee, aber auch beim Verpacken und so, irgendwie sind wir uns sehr ähnlich in manchen Bereichen, kommt mir so vor. Irgendwie. Ja, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, okay? Nee. So. Okay, let's go. Nächste Frage. Let's go, nächste Frage.
Soll jeder deine Gedanken lesen können oder Zugang zu deinem Browserverlauf? Ich denke, da habe ich nichts zu verbergen. Ja. Ich muss auch sagen, wir haben ja unser Bilby zum Beispiel einrichten lassen von jemandem und der hat auch die Portokasse für Briefsendungen und so eingerichtet. Und ich habe gesagt, du, sorry, dass mein Desktop so ein bisschen unordentlich ist. Er hat gesagt, du, ich habe schon viel Schlimmeres gesehen. Gibt POR ein in das Suchfeld und sagt, oh, bei dir kommt ja gar nicht die typische Seite wie bei allen anderen. Ich sage, ja, nee, das mache ich auf meinem. sehr gut. Bestand. Von daher ist mein Browser nicht so schlimm. Da ist nicht so groß. Ja, das ist nur eBay, Bilby, E-Mail-Sachen und ja. Du hast einen zweiten Laptop wahrscheinlich. Nee, er hat einfach nochmal vorher schnell gelöscht. Den Browserverlauf. Also wenn ihr euch was einrichten sehr lassen gut. wollt, löscht den Browserverlauf. Kauft euch einen ganz neuen Laptop und lasst ihn über den dann einrichten. So beim Mediamarkt holt ich den kurz. Aber es ist witzig, dass weißt du, dass wir können ja den Namen droppen, ist ja gar kein Problem, dass Jeffrey so witzig ist und einfach POR eingibt. Er hat das nicht eingegeben, um mich zu testen, sondern er will die Portokasse eingeben und es fängt nun mal mit POR an. Okay. Ja, verstehe ich schon, dass Portokasse mit POR anfängt, aber das ist ja, dann hat es ja noch einen witzigeren Drive. Ist ja gut. Okay, alles klar. So, jetzt mal so ein bisschen weg von dieser klassischen Fragestellung. Habe ich mir was ausgedacht? Also, ihr beiden dürft euch eine Nische auswählen, die ich euch gleich vortragen werde. Das sind 3 Stück. Weil ich glaube, das interessiert unsere Zuhörer immens, wie ihr jetzt vorgehen würdet in einer Nische. Also, ihr wählt eine Nische aus und dann erklärt mir einfach mal eure ersten Steps. Also, wo würdet ihr das Zeug verkaufen? Wo denkt ihr, dass man da Quellen erschließen kann? Wo würdet ihr also beziehen? Und was denkt ihr, wären eure Problemstellungen? Und jetzt zu den Nischen. Also, Kerzen gießen. Du bist also der Typ, der zu Hause sitzt und deine Kerzen gießt, ja, mit unterschiedlichen Aromen und vielleicht auch tollen Mustern und Farben. Du bedruckst T-Shirts, du hast dir also eine Maschine gegönnt, ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißt, und darauf kannst du dann coole Symbole, coole Schriftarten auf die gekauften T-Shirts drucken. Oder du, ja, wenn das Plotter heißt, dann meine ich natürlich einen Plotter. Und jetzt Nummer 3. Fahrräder. Du dealst einfach mit Fahrrädern. So, wer möchte anfangen, Jungs? Wer wählt was als erstes aus? Ich nehme Kerzengießen, weil es das Komischste ist. Alles klar? Wie würde ich da vorgehen? Also beim Kerzengießen natürlich. Also die eine Frage muss ich noch kurz stellen, bevor ich zum Vortragen anfange. Habe ich den Skill des Kerzengießens schon oder muss ich mir dann auch noch aneignen? Ja gut, braucht man da jetzt den großen Skill? Gut, wir sagen, du kannst den Skill. Also du weißt, wie Kerzengießen grundsätzlich funktioniert und du hast schon mal so eine Duftmischung gegossen. Okay. Ja, das ist aber eigentlich sehr, sehr spannend eigentlich, wie ich da vorgehen würde, glaube ich zumindest. Also ich würde mir wie immer meinen Zettel und meinen Stift nehmen und mal schauen, okay, was kann ich im Marketingbereich machen? Wo bekomme ich meine Waren natürlich her? Ich würde mir verschiedene Spalten machen und so ein Brainstorming machen. Dann würde ich vielleicht einen Tag warten, nochmal schauen, ob mir das einfällt und würde Dinge markieren, die ich sehr, sehr gut finde. Aber grundsätzlich würde ich als allererstes mal natürlich, mir würde man eBay-Shop bestellen und so weiter. Aber was auch ganz cool ist, ich glaube, ich würde Duftmischungen machen, die sehr, sehr außergewöhnlich sind, um mich vielleicht von der Konkurrenz abzuheben. Irgendwie Duftmischungen, die nach irgendwas Besonderem riechen. Keine Ahnung, ich will das da nicht sagen, weil sonst wird das wieder, ihr wisst, was ich meine. Aber es gibt verschiedene Duftmischungen, die vielleicht ganz komisch riechen, aber anders. Vielleicht mich da abzuheben. Ich würde den Skill des Kerzengießens weitergeben auf YouTube, um wieder Traffic zu generieren. Das würde ich immer so machen. Auch Instagram würde ich da was zeigen. Und wie gesagt, extrem außergewöhnliche und verrückte Duftmischungen machen, um mich halt so vor der Konkurrenz abzuheben. Einkaufen würde ich, muss ich halt schauen, weiß ich jetzt nicht auswendig, wo man Kerzendinger kaufen kann. Da würde ich mir Großhändler suchen. Ich würde auch schauen, ob ich irgendwo eine Firma finde, die mir eventuell, wo ich Kontakt knüpfen kann, die was Ähnliches machen oder wo ich jemanden finde, der im Vertrieb in diesem Bereich tätig ist, damit ich da Erfahrungsberichte von dem erhalte, wo welche Großhändler gibt es und so weiter. Verkaufen würde ich auf eBay und im Webshop und ich würde das alles so designen, dass ich die
herkömmliche Mischungen hätte und zusätzlich noch richtig weirde Mischungen. Wenn du wisst, dass ich meine, hört sich komisch an, aber so ein Cola-Geruch oder irgendwie so solche Dinge. Ich hab mir spontan, das ist ja richtig weird. Ich wollte es nicht Gras sagen, aber ja. Ich habe auch an Furz gedacht. Genau. Wollte ich nicht sagen, ich hab auch daran gedacht, ich schwör's dir. Gleich am Anfang, weil es gab da mal so komische kleine Figuren, an die habe ich jetzt gedacht, die haben einfach nur massiv gestunken. Nach irgendwelchen grausigen Sachen. Einer hat so nach Käse gestunken, einer nach so einem Furz, das sind so Stinker gewesen, haben die geheißen. Das ist sozusagen, echt, ja? Die haben einfach gestunken. Das war übelst widerlich, aber die sind richtig gegangen. Jeder hat sich das gekauft. Philipp. Und deswegen würde ich irgendwie so ein Konzept machen. Das musst du mal eingeben, gib mal bei Google. Die Stinker. Pass auf, witzigerweise habe ich als erstes an so Jelly Beans gedacht, als du gesagt hast, ey, ich würde weirde Sachen machen. Kennt ihr die noch? Diese Süßigkeiten, die dann nach Popel oder sowas geschmeckt haben oder vermeintlich nach Kotze und faule Eier, genau. Ja, daran habe ich gedacht, das ist doch, also ist eine geile Idee, weil das war so ein absoluter Hype. Die haben ja nie geil geschmeckt oder so. Das war ja auch nichts Besonderes, aber die haben sich verkauft, ey. What the fuck? Ich sehe gerade, ich habe jetzt gerade die Stinker eingegeben bei Google und sehe so, die sind 2003 erschienen. Wie alt war ich da? Da war ich 7. Und die werden jetzt auf eBay Kleinanzeigen einfach so für 100 Euro gehandelt. Alter Schwede. Aber da habe ich halt dran. Ja, was soll ich sagen? Da war ich auch 7. Ja, 27, nicht Spaß. Du bist so ein dummes Schwein, bist du. Sehr gut. Also, pass auf. Eine Frage habe ich aber noch. Damit lasse ich dich noch nicht durchgehen, weil das wäre wahrscheinlich auch eine Frage, die unsere Zuhörer interessiert. Würdest du nur auf eBay verkaufen oder würdest du weitere Sachen erschließen? Ne, definitiv. Ich glaube, das wäre lokal auch sehr, sehr geil, meiner Meinung nach. Mhm. Es gibt sehr, sehr viele Kerzen. Vielleicht könnte man dann auch sowas machen, dass man so Kerzenpartys veranstaltet, wo so ältere Damen sich zusammentreffen, das über Provision verkaufen. Irgendwie sowas würde ich mir erschließen wollen, vielleicht so. Und lokal definitiv. Viel lokal machen und Webshop definitiv gebrandet. Irgendwie schützen kannst du dir das Ganze ja nicht lassen, aber ich würde auch erst live gehen, wenn ich schon sehr, sehr viel im Background hätte, weil ich glaube, das würden vielleicht einige nachmachen. Das heißt, ich würde schauen, dass ich wirklich einen guten, wenn ich das Kapital habe, das ist wieder die Frage natürlich. Sonst muss ich langsam aufbauen und wenn es wirklich gut läuft, dann kommt eine andere Firma, die größte, ist auch Kerzen macht und nimmt die und du bist draußen, also nicht draußen, aber ihr wisst, glaube ich, auf was ich raus will, schwierig. Ja. Was ich damit ja erklären will, ist einfach nur, dass wenn du einmal das System verstanden hast, dann kannst du im Prinzip jede x-beliebige Nische bedienen und kannst da immer wieder was draus kreieren. Ich meine, du hast dich vorher nicht mit Kerzen auseinandergesetzt, aber du hast im Prinzip jetzt eine komplette Handlungsanweisung gegeben, wie man damit erfolgreich sein könnte. Das ist natürlich keine 1-zu-1-Anleitung, aber genau das ist ja das, was ich versuche, den Hörern irgendwie mitzugeben. Und genau deswegen habe ich das auch ausgewählt. Jetzt ist aber noch Joe dran. Ich habe mich tatsächlich für T-Shirts entschieden, weil ich, also Kerzen hatte ich ja, wer die letzten Podcast-Folgen nicht gehört hat, ich hasse es, hasse Kerzen. Und was soll ich euch sagen, Philipp hat übrigens vor kurzem Kerzen gekauft. Danke dafür. Okay, ich würde mich für T-Shirts entscheiden. Und zwar finde ich, da kann man echt super coole Sachen mitmachen. Also erstens kannst du dir komplett frei in deinen Gedanken irgendwas ausdenken, was du auf die T-Shirts machst, aber so würde ich gar nicht anfangen. Ich würde erstmal zu Sportvereinen gehen oder Friseurgeschäften oder sonstige kleinere Geschäfte in meiner Nähe und würde sagen, ey, passt auf, ich habe hier ein Gerät zu Hause, ich kann T-Shirts machen für euch. Braucht ihr neue T-Shirts? Ich würde euch ein Design machen, ihr könnt euch da welche aussuchen und wenn ihr Bock habt, kann ich euch die fertig machen. Bevor ich das mache, ist natürlich der erste Schritt, eine Liste machen und aufschreiben, wo kriege ich T-Shirts her? Wie viel kostet mich ein T-Shirt überhaupt? Was kostet mich dieser gesamte Arbeitsaufwand, den ich damit habe? Der Zeitaufwand, der ist ja auch entscheidend. Wie lange brauche ich für so ein T-Shirt, wenn ich 5 Stunden brauche und 5 Euro verdiene? Da werde ich nie wirklich mit Geld verdienen, ne? Muss man ja ehrlich sagen. Das wird ja auch dann später nicht mehr. Das muss also passen. Also das heißt, ich habe 15 Euro Ausgaben, brauche eine halbe Stunde als Beispiel, verdiene 15 Euro, verkaufst für 30, das wäre so top. Also das wäre schon gut.
am Anfang. Ne? Also würde ich halt verschiedene Vereine, die empfehlen dich dann auch weiter. Also gerade wenn du bei Vereinen bist, bei Sportvereinen, gibt es ja verschiedene Jugenden und verschiedene Mannschaften oder auch verschiedene Sportbereiche. Gibt es einen Turnverein, der spielt noch Handball an, Fußball an, Volleyball an, keine Ahnung was, Hockey an. Und jede Mannschaft hat ein anderes individuelles T-Shirt und für die alle biete ich das an und sage, hier, ihr kriegt von mir T-Shirts, ihr könnt alle ein individuelles Design haben, ihr könnt einen Namen drauf haben, wie auch immer. Und ich sehe, ey, das funktioniert richtig gut. Ja, ich habe hier Kunden und die empfehlen mich auch weiter oder andere sehen das und sagen, ey, wo habt ihr eure T-Shirts her? War bei mir früher auch so, als ich Sport gemacht habe, haben wir auch teilweise, ey, wo habt ihr die coolen T-Shirts her? Und dann haben wir die eben auch da bestellt. Das ist halt so. Dann würde ich halt gucken, wie kann ich das erweitern, ja, dass es läuft. Und dann würde ich so Print-on-Demand-Sachen halt mir anschauen. Und da dann halt kann man auch so Shops einrichten. Wir hatten uns mal mit dem Thema beschäftigt. Und dann auch den Leuten sagen, hier habt ihr einen Link. Über den Link könnt ihr rein für euren Shop dort bestellen. Da muss ich zum Beispiel selber gar nicht mehr drucken, T-Shirts kaufen. Das wird dann alles für mich gemacht automatisch. Klar ist die Marge nicht mehr so hoch, aber mein Zeitaufwand ist niedriger. Ich würde aber eben vorher erstmal gucken, durch in die Geschäfte gehen, was kommt an, was funktioniert. Das wäre so meine Herangehensweise. Würdest du da mit einem Logo-Designer zusammenarbeiten? Weil das wäre ja zum Beispiel ein schöner Upsell, wenn man dann sagt, pass mal auf, ich habe hier einen festen Logo-Designer, der hat bis jetzt immer coole Arbeit geleistet. An den trittst du heran und kannst dann vielleicht noch einen Upsell machen mit einer gewissen Provision, die dir dann auf dich abfällt. Da kommst du auf eine coole Idee, kreativ man selber ist. Es gibt Leute, die haben super kreative Ideen. Im Internet gibt es auch Anleitungen, wie das funktioniert. Ich selber muss zugeben, ich bin da super unkreativ. Also für mich wäre das nichts. Ich müsste mir gleich am Anfang jemanden suchen, der das für mich macht. Das ist natürlich aber auch mit Kosten verbunden, die natürlich den Gewinn dann wieder drücken. Da muss es auch passen. Auch da gibt es Möglichkeiten, sich im Ausland oder über Fiverr oder wie auch immer, sich da Designs erstellen zu lassen. Aber für Leute, die da Bock drauf haben, die können sich auch relativ einfach und schnell eigene Designs ausdenken und entwickeln. Und das wäre für den Anfang, glaube ich, auch sinnvoll, um da Kosten zu sparen, weil manche wollen dann halt schon 50 Euro für ein Design. Dann verkaufst du das T-Shirt 5-mal, ja, würdest, 80 Euro Gewinn machen, hast aber die 50 Euro noch Ausgaben, bist du nur bei 35 Euro und das ist dann halt blöd. Da würde sich noch eine Frage von mir anschließen und ich glaube, dann können wir es auch zumachen. Wo würdet ihr denn bestellen? Also da will ich darauf hinaus, man kriegt ja zum Beispiel Kerzenwachs, wirst du ja wahrscheinlich bei einem Drittanbieter wie Alibaba wunderbar bestellt bekommen. Gesundheit. Oder ein T-Shirt wirst du wahrscheinlich auch günstiger bei Alibaba bekommen. Ja, jetzt ist natürlich der Import aus China immer mit so ein paar Stellschrauben verbunden. Würdet ihr euch da eher Shops aus Deutschland suchen und dann ein paar Euro mehr bezahlen? Oder würdet ihr quasi diese ganze Problematik mit dem Import auf euch nehmen und dann für günstigeres oder für weniger Geld in China bestellen? Also grundsätzlich würde ich da bei meinem Kerzenzeug auf gar keinen Fall das so mache. Ich würde eher auf hochwertige, also ich würde das auch so anpreisen, ich würde auch einen guten Preis verlangen, glaube ich, besonders für die Kerzen mit den besonderen Düften, aber ich würde da auch eher nicht schauen, okay, wo bekomme ich jetzt das Wachs, sondern der erste Step muss dann sein, der ist das Schwierigste, dass ich irgendjemanden finde, der schon mal als Vertreter oder irgendwo da in dieser Nische gearbeitet hat, da kann man zum Beispiel LinkedIn oder so verwenden und schauen, okay, es gibt ja Kerzenfirmen, die einfach Kerzen erstellen, Grabkerze, was weiß denn ich, solche Dinge halt, so standardmäßige Teile, dann schaue ich, okay, welche Firma gibt es da, dann schaue ich auf LinkedIn, wer dort arbeitet und dann schaue ich, ob ich da irgendwie Kontakte knüpfen kann, um vielleicht, das muss nicht immer funktioniert in den wenigsten Fällen, bei mir hat es zweimal zum Beispiel funktioniert, da irgendwie reinzukommen und der kann mir dann eventuell sagen, wenn er mich cool findet, wo er das vielleicht herbekommt oder wo die Firma das zumindest bezieht. Ob ich jetzt die Preise dann dort bekomme, ob ich dort überhaupt die Ware bekomme, die ich oder die Ware, das Material habe, das muss ich dann rausfinden. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt schnippe und ich habe das Zeug, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Absolut. Ich würde das. Alles klar. Ich würde das bei den T-Shirts genauso machen. Sorry. Gerade wenn du am Anfang bist, ne, und du hast dann eine scheiß Qualität und die Ersten, die bei dir kaufen, sagen, was ist denn das für ein Rotz? Ne, dann ist deine Idee dahinter, dass dein erster Kunde deinen zweiten wirbt, ist dann halt komplett hin. Das wird dann nicht funktionieren.
Ich glaube, damit können wir es auch closen. War, glaube ich, mal ganz witzig, so eine Nische durchzusprechen. Wenn die Leute, die uns hören, da weiterhin drauf Bock haben, dann einfach unten in die Kommentare klatschen oder bei Instagram schreiben. Wir sind da offen für. Wir haben, glaube ich, Bock drauf. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dieses Spielchen, das mal so ein bisschen im Kopf durchzuspielen, wie man so ein ja, völlig fremdes Business hochziehen könnte. Wie gesagt, das sind keine 1-zu-1-Anleitungen, aber ich glaube, so die Gedankenspiele sind immer ganz interessant. Ich hätte wirklich Bock drauf, weißt du, was ich meine? So, dass man das wirklich einfach mal versucht, aber ich habe die Zeit nicht, ich würde das so oft machen und dann wieder entweder verkaufen und was Neues machen, das ist doch lustig, aber ja. Vielleicht egal, ist ja für eine andere Idee dabei, wer weiß. Ja, diese... Ja, genau. Genau, und dann können wir den in unserem Podcast einladen, ja? Vielleicht, oder vielleicht macht ja einer Kerzen, die nach Furzen riechen. das wäre so tatsächlich so witzig, wenn jetzt einer gesagt, oh, in Folge 3 habe ich das gehört und so, weiß ich nicht, in Folge 10 holen wir dann einen dazu und der erzählt uns, wie er es gemacht hat. Richtig geil. Würde ich feiern. So, wir erklären euch ein Thema. Okay, komm. Jetzt machen wir es zu. Deal Game ist vorbei. Hat wieder Spaß gemacht. Jetzt die Kategorie, wir erklären euch ein Thema. Heute Thema Verkaufsplattform. Wir haben schon ganz, ganz viel über eBay geredet. Das ist natürlich eine Online-Plattform, die wir da bereits besprochen haben. Aber Online-Plattformen, da gibt es noch Amazon, eBay Kleinanzeigen, Etsy, Markt.de, die eigene Website. Und dann gibt es natürlich auch noch Offline-Varianten, wie beispielsweise den B2B-Direktverkauf, beispielsweise über Großhändler, mit denen man in Kontakt gekommen ist und ist da so sich immer wieder Deals ergeben. Ja, Flohmarkt ganz klassisch für die Leute, die vielleicht ein bisschen kleiner noch unterwegs sind. Oder einfach über eine Flyer-Aktion, Leute, die da immer wieder auf dich zukommen und sagen, hey, du bietest doch Waren an. Wie in unserem Fall beispielsweise, hey, ihr habt doch Druckerpatronen. Wie sieht es denn aus bei euch? Was sind denn so die klassischen Vor- und Nachteile von den Plattformen, René? Boah, okay, ich fange mal also quer durch die Bank jetzt an. Beispielsweise Vor- und Nachteile von eBay. Also es gibt viele Nachteile, auch viele Vorteile. Der Vorteil ist relativ leichter Einstieg, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Du kannst heute deinen eBay-Account starten und kannst eigentlich schon heute deinen ersten Sale machen, meiner Meinung nach. Würde wahrscheinlich klappen, wenn du ein bisschen Glück hast, dass jemand genau das Produkt braucht und du hast wirklich ein gutes Produkt, das ist sehr, sehr günstig reinhaust, hast dein Sale sofort gemacht. Der Nachteil bei eBay ist meiner Meinung nach trotzdem eine relativ hohe Gebühr. Es ist nicht so hoch wie bei Amazon, aber trotzdem würde ich es vielleicht als Nachteil sehen, besonders wenn man Neuware verkauft, muss man halt schon gut kalkulieren, als Einsteiger relativ schwierig, besonders bei Neuware, dann die Ware auch so günstig zu bekommen, damit das sich dann auch rentiert. Das muss man auch ganz offen und ehrlich dazu sagen. Was ist noch ein Nachteil von eBay? Es ist viel Konkurrenz da, weil halt der Einstieg so relativ schnell funktioniert. Natürlich, Auktion finde ich ganz geil bei eBay, würde ich als Vorteil sehen. Es gibt auch Produkte, die sich wirklich, du kaufst es für 2-3 Euro ein, das ist relativ schwierig, aber du kannst dann bei jeder Auktion trotzdem noch gut Geld damit verdienen. Das ist wirklich, das wäre eigentlich so der heilige Gral, wenn du lauter Produkte hättest, die du auktionieren könntest und du weißt, okay, nach 7 Tagen sind die immer gewinnbringend verkauft und du kannst maximal beziehen. Aber das schweife ich schon wieder ab. Also das sind eigentlich so Vor- und Nachteile bei eBay. Ich weiß jetzt nicht, soll ich noch auf andere Plattform eingehen und wollte ein bisschen was ergänzen noch. Nee, hau mal noch Amazon raus gerne. Warum machst du jetzt so wenig bei Amazon? Relativ schwieriger Einstieg bei Amazon, also deswegen mache ich jetzt nicht wenig dort, aber für die Leute, die zuhören, du kannst jetzt nicht heute bei Amazon einsteigen und glauben, du kannst jetzt dort dein Lego verticken, das wird nicht funktionieren. Du musst freigegeben werden für verschiedene Kategorien. Es ist auch so, dass Amazon sehr, sehr viel oder übelst kundenbezogen sind. Das bedeutet, wenn du Pech hast, reißen die dein Lego auf und du musst es trotzdem erstatten. Solche Dinge sind halt bei Amazon der Fall. Und wenn du dann auch sagst oder wenn du dich nicht so verhältst, wie Amazon das gerne will, wenn ich das so sage, dann wirst du auch relativ schnell gesperrt, viel, viel schneller noch wie bei eBay. Vorteile natürlich, Amazon ganz, ganz große Reichweite. Du kannst dich sehr, sehr einfach an Listing anhängen. Solche Dinge, FBA kannst du nutzen. Also das sind massive Vorteile bei Amazon, aber es gibt auch im Gegenteil massive Nachteile. Also Die sind weit auseinander, die Vor- und die Nachteile, wenn du wisst, was ich meine, so bei Amazon. Und warum verkaufe ich dort nichts mehr? Wir hatten mal Whisky-Steine dort angeboten, habe ich schon mal erzählt. Das hat relativ gut funktioniert. Dann gab es ein paar Probleme mit dem Import und so weiter. Aber ich mag einfach eBay definitiv lieber, auch wenn sie mich nicht so mögen. Ich mag sie trotzdem komisch. Ich glaub, sowieso, weiß ich nicht, wie nennt man die Leute, die das
Egal, aber egal. Du bist einfach ein Ehrenmann. Verdammter Ehrenmann. Und ja, Webshop ist cool. Ja, aber irgendwie gibt es da so eine Krankheit. Da gibt es so Leute, die sie die ganze Zeit so, weiß ich nicht, trotzdem mögen. So Stockholm? Meinst du also ganz gefährliches Halbwissen. Genau. Stockholm-Syndrom, ganz genau. Also das bin ich zu eBay. Also, sehr gut. Nee, Spaß. Okay. Nee, Spaß beiseite. Aber ihr wisst so ungefähr, was ich meine in diesen zwei Bereichen. Wie gesagt, ich würde jeden Anfänger empfehlen, wenn er bei eBay Kleinanzeigen kann er ein bisschen üben, aber bei eBay Kleinanzeigen gibt es dann wieder andere Vor- und Nachteile. Gerne könnt ihr aber auch mal was dazu sagen. Ja, eBay Kleinanzeigen würde ich kurz einhaken. Finde ich total nervig. Also kann man wunderbar verkaufen und funktioniert auch ganz gut. Ich habe da ja auch schon mal in unserem Feed gibt es da auch ein Leckerli zu. Das Problem ist, es geht mir wirklich auf den Keks, dass man klare Sachen reinschreibt. Also man beschreibt das Produkt schon sehr ausführlich. Ja, und dann stellen einem die Leute so unnötige Fragen und so dumme Fragen und man ist wirklich freundlich und beantwortet sogar noch die dummen Fragen und es gibt wirklich dumme Fragen und ja, man hat im Prinzip den Preis ganz klar ausgewiesen und dann sagt derjenige einfach die Hälfte des Preises und dann, also das ist ja schon mehr als frech. Da fehlen mir fast die Worte für. Ich sag mal, wenn einer 10, 15, vielleicht sogar 20% runtergeht, dann lässt sich da vernünftig verhandeln. Aber bei 50% habe ich einfach gar keinen Bock mehr, mit dem zu schreiben. Ich weiß nicht, wie es da ist. Ich würde jetzt nicht gleich so wie du dann anbieten, dass du ihm das schenkst. Philipp hat ja gleich gesagt, willst du es geschenkt haben. Ja, aber bei eBay Kleinanzeigen finde ich das größte Problem, dass du halt einfach so viel mit den Leuten schreiben musst. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja, du musst super viel, das kostet halt richtig viel Zeit. Du machst noch ein Foto und schickst noch das und hier. Und am Ende meldet er sich nicht mehr oder kauft dann doch nicht. Das ist einfach nervig. Klar hast du diese ganzen Gebühren nicht und so, aber diese Interaktion ist mir einfach zu viel und das ist ein zu großer Zeitfresser. Und die Skalierbarkeit ist das Nächste. Also das ist ja so, du kannst ja da nicht viel, also wie willst du da 100 Sales am Tag hinbekommen? Oder auch schon eure 20, die ihr so gemacht habt, das auch schon sehr stark ist. Wie willst du die über eBay Kleinanzeigen? Das schreibst du den ganzen Tag, du brauchst ein Callcenter dafür, so blöd gesagt. Hast du blutige Finger nachher. Ja, also wirklich, so musst du dir mal vorstellen. Nur bei euren 20, also nicht nur, ihr wisst, was ich meine, bei den 20 Sales, wenn du das umrechnen würdest, was du da tippen müsstest. Also ich finde, das ist heftig. Ja, kurzer Abriss noch zu Etsy. Nee, mach du erst mal. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber um da weiterzumachen, kurzer Abriss noch zu Etsy. Etsy ist halt sehr speziell so für handcrafted, handmade Sachen. Wäre vielleicht perfekt für deine Kerzen. Wäre so eine Idee. Beispiel, vielleicht auch sogar für deine T-Shirts, aber ich glaube, Kerzen gehen da besser oder so. Ich habe so da mal Woodwork. Ein Video gemacht zu dem, weißt du, da kannst du dir zum Blog aufbauen, wo du vielleicht das auch noch erklärst und einbindest, so weiß ich nicht, ja. Aber auch ich glaube, dann funktioniert Zeit. Etsy. Ja, ich kenne da auch welche, die fahren da wirklich monatlich fünfstellige Umsätze auf Etsy. Hätte ich nicht gedacht, dass das so easy möglich ist. Offensichtlich schon. Also es scheint skalierbar zu sein. Ich habe mich aber auch nicht näher mit den Jungs auseinandergesetzt. Aber vielleicht auch eine ganz interessante Sache für wirklich Handmade-Sachen, wenn ihr da unterwegs seid. Ansonsten Flohmarkt. Gibt es, glaube ich, ganz, ganz coole Flohmärkte, gerade so Familienflohmärkte, ist ja auch mal spaßig, sich da selbst hinzustellen. Ja, das ist halt auch wieder eine Zeitfrage. Und da die Interaktion mit den Leuten zu suchen. Halt wieder eine Zeitfrage, ne? Man muss halt. Ja, absolut. Für uns nicht machbar, aber vielleicht für die Leute dann auch. Ich denke, dass das Allerbeste ist, um Verkaufen wirklich lernen zu können. Denn man muss verkaufen können. Nicht nur im Netz, ja, ist man anonym und so, aber wenn man das System des Verkaufens verstanden hat, wenn man weiß, wie man mit den Leuten umgehen muss, um etwas zu verkaufen, das ist halt super, super wichtig. Und da ist die Interaktion auf dem Flohmarkt das Beste, was man einfach machen kann, sowohl als Käufer wie als auch als Verkäufer. Da lernt man so viel, auch wenn man da einen Tag auf dem Flohmarkt steht und nichts verkauft,
ja, ich habe als Verkäufer dort nicht gestanden, da kann ich eine große Klappe haben, ich weiß. Aber es ist einfach so, du kommst super gut mit den Leuten ins Gespräch. Das habe ich auch gemerkt, als ich als Käufer dort unterwegs war. Man lernt einfach handeln, verhandeln, Hintergründe zu erfragen und so weiter, wie man sich auch selber vermarktet und verkauft, damit man vielleicht was günstiger bekommt oder damit man es vielleicht teurer verkaufen kann, wie auch immer. Das finde ich dafür das Optimale und Beste. Guter Einwand, wirklich. Absolut richtig. Verkaufen lernen kann nicht jeder. Gerade auch handeln kann nicht jeder. Und Training hilft da absolut. Kann ich unterschreiben. Warum verkaufen wir ausschließlich bei eBay? Na, das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal so angerissen. Primär darum, weil es am einfachsten ist, die Gebühren sind noch akzeptabel. eBay Kleinanzeigen habe ich eben schon gesagt, die Interaktion würde einfach zu viel Zeit kosten, um die gleiche Anzahl an Verkäufe zu haben. eBay hat vorgefertigtes Tool, wo du halt Klickfelder hast, die dann teilweise auch schon vorgegeben hast, sind, wenn dein Produkt ausgewählt ist. Also das Inserieren ist auch relativ easy und einfach. Wie gesagt, man kann heute den Account anmelden, man kann heute verkaufen. Die Gebühren sind niedriger als bei Amazon. Man hat eine sehr hohe Reichweite. Wenn ich jetzt einen eigenen Webshop aufmachen würde, dann müsste ich so unglaublich viel Geld da reinstecken, um auch nur ansatzweise den Traffic zu bekommen. Wir haben, ich glaube, über 3 Millionen Eindrücke. Ich weiß nicht, wie heißt das bei eBay nochmal? Genau. Wir haben 3 Millionen Impressionen. Ja. Das würdest du doch niemals erreichen mit irgendeiner anderen Seite. Das muss man einfach so klar sagen. Deswegen verkaufen wir auf eBay. Also du würdest es schon mit einer anderen Seite hinkriegen, aber nicht mit dem Geldeinsatz, den wir da reinpumpen. Also wir haben ja einen relativ geringen Geldeinsatz und haben super, super viele Impressions und das würdest du mit einem normalen Shop nicht hinkriegen. Da eigentlich, wenn ich da kurz einhaken darf, musst du dich nur fragen, wo denn sonst und warum. Also wenn du dir die Frage stellst, warum man auf eBay verkaufen soll, ja wo sonst? Okay, wir haben jetzt Amazon, da kannst du dein Lego nicht verkaufen als Beispiel. Was hätten wir noch? Okay, du kannst dich auf Flohmarkt stellen, dann hast du Skalierbarkeit und so weiter. Und so weiter. Du musst dich nur fragen, warum sonst? Und dann kannst du dir eigentlich die Frage beantworten. Es gibt eigentlich nur in Deutschland, Österreich, Deutschland besonders, eigentlich, Wahnsinn, eigentlich, wenn du das so durch den Kopf gehst, dass das eBay schon hat, fast eine Monopolstellung meiner Meinung nach für die Anfänger. Genau, eBay Kleinanzeigen ja auch möglich für Anfänger, aber du musst halt den gesamten Text jedes Mal komplett selber hinschreiben und alles einzeln aufführen und hast kein Klickfeld, wo das meiste schon sich da aus den Klickfeldern ergibt und du dann im Text nur noch schreiben musst, wie der Artikel heißt, gefühlt, weil der Rest ja eigentlich schon da ist. Musst du wirklich, das kostet halt einfach unglaublich viel Zeit. Und deswegen ist eBay da am besten. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die stehen, glaube ich, auch gar nicht auf dem Zettel, aber darüber haben wir jetzt mittlerweile auch schon etwas verkauft. Da haben wir auch in der letzten Podcast-Folge drüber gesprochen. So Sachen wie Instagram oder so, YouTube, wie René auch sagt, darüber kriegt man eben auch sowohl Angebote als auch Verkäufe. Wir hatten so ein paar Sachen, die wollten wir nicht bei eBay reinhauen, die haben wir dann halt mal in eine Story gepackt oder so und haben uns Leute angeschrieben und das haben wir dann darüber verkauft. Also das funktioniert auch als Plattform. Geht natürlich nur mit unserer krassen Reichweite. Also ohne diese ultimative Reichweite mit unseren 200 Followern wäre das nicht möglich. Nein. Aber und hier kleiner Disclaimer. Ich möchte noch mal kurz einen kleinen Disclaimer reinhauen. Jopedos. Jopedos bei Instagram. Bitte folgen. Also wir sind da offen. Wir suchen noch neue Follower. Vielleicht können wir uns da connecten. Ja, aber das unterschätzen die Leute. Also ich habe beispielsweise heute einen Spieledeal 800 Spiele, wo relativ seltene auch dabei sind, über Insta zum Beispiel bekommen. Ich bekomme so viel über diese Reichweite. Ich bin so, muss ja auch sagen, dankbar dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Natürlich, ich bekomme das nicht geschenkt. Ich verhandle da hart und genau die Leute, die mir anschreiben, sind die Reseller, die eigentlich durch meinen Kanal entstanden sind. Die verhandeln auch gut, finde ich, weißt du, aber es ist cool. Also ich brauche eigentlich nicht mehr nach Waren suchen aktiv. Das ist natürlich ein Luxus, den du hast, den man sich erst erarbeiten muss. Soweit sind wir natürlich noch nicht. Klar, genau. Das war am Anfang auch nicht so. Ich war der. Aber ihr seht ja, wir haben jetzt 230 Follower, glaube ich, mittlerweile. Und auch da haben wir schon Sachen verkauft. Und das, finde ich, ist einfach eine coole Sache, dass das funktioniert. Das sollte auch andere ermutigen, diesen Weg zu gehen. Und wie René immer sagt, YouTube, Instagram, soziale Medien sind einfach heute ganz, ganz wichtig.
Safe. Damit haben wir das Thema abgeschlossen, denke ich. Cooler Einwand noch, habe ich tatsächlich nicht auf die Liste geschrieben. Ist mir durchgerutscht. Aber gut, dass du es nochmal gesagt hast. Letzter Punkt. Bevor es dann dem Ende entgegengeht, Fragen aus der Community. Leute, machen wir ganz, ganz schnell. Wirklich, kurzes Ding. Also, wie groß ist euer Lager und was zahlt ihr dafür? Carhar 2022. Joe, 28 Quadratmeter? Ja, 8,50 Meter mal, oh Gott, was sind das? 4 Meter, 3,50? Irgendwie so, 28 bis 30 Quadratmeter sind das aktuell und wir zahlen 340 im Monat netto. 340, ganz genau. Da ist eine kleine Lampe mit drin, also ein bisschen Licht. Einen Stromanschluss haben wir da noch mit drin. Tatsächlich nur einer. Aber das reicht uns aktuell und es passen einen Haufen Schwerlastregale rein. Ich weiß gar nicht, wie viele haben wir aktuell drin? 12 oder 13 drin haben. Es ist noch eine komplette Reihe offen mit 7 Regalen, die noch rein können. Also es ist noch ein bisschen was. Man muss halt dazu sagen, wir sind in der Nähe von Berlin. Es ist massig Platz. Lagerplatz einfach unglaublich teuer. Ja, wenn du irgendwo auf ein kleines Dorf am Arsch der Welt, nicht böse gemeint, bist mit 50 Einwohnern oder 500 Einwohnern, da zahlst du 2, 3 Euro den Quadratmeter und wir sind halt einfach bei 10, über 10 Euro der Quadratmeter. Und das ist schon für Berlin oder direkt an Berlin ist das schon günstig, so traurig das ist. Aber man kann halt dann nicht am Anfang gleich anfangen mit 150, 300 Quadratmetern. Ja, hätten wir auch gerne gemacht. Wir waren tatsächlich am Überlegen, ob wir uns da gleich was Größeres holen. Aber es war dann eine wirklich gute Entscheidung, dann erstmal das Kleinere zu nehmen, ein bisschen kleinere Brötchen zu backen und uns dann stetig weiterzuentwickeln. Man muss ja auch noch Ziele haben. Und deswegen das kleine Lager. Mhm. Nächste Frage. Woher bezieht ihr am liebsten Ware und in welchen Mengen? Fabian.Normann. Die Frage können wir so noch gar nicht beantworten, weil wir, wie gesagt, aktuell noch die Ware, die wir von René bekommen haben, abarbeiten. Klar sind wir schon mit einigen Großhändlern in Kontakt, schreiben die an, telefonieren die ab, haben aber jetzt da noch niemanden festen. Deswegen will ich jetzt hier auch keinen Scheiß erzählen, sondern deswegen an diesem Punkt sind wir noch nicht, wo wir vorwiegend und immer wieder Ware abnehmen. Genau. Umstieg Kleingewerbe zu Einzelunternehmen. Was ist zu beachten? Ja, das ist jetzt wieder so eine super spezifische Frage. Da gibt es viel zu beachten. Ja, da gibt es einiges zu beachten. Fängt schon an, was du angegeben hast bei der Anmeldung, wie viel Umsatz du schätzt und so weiter. Da gibt es viele Dinge, was du vielleicht schon vorausgezahlt hast, was du noch zurückbekommen wirst oder was auch immer. Also das ist wieder so ein Ding, wo man halt, also ob du Deutsch oder Österreicher bist, ist auch noch ein bisschen ein Unterschied. Umsatzsteuerpflichtig, so ein Ding. Das ist ja schwierig. Also ich kann ein Video dazu unten verlinken. Ich glaube, ich habe mal eins gemacht. Schau dann unter diesem Podcast, wenn du es auf YouTube schaust. Wenn nicht, dann geh auf meinen YouTube-Kanal, abonniere natürlich und dann schau dir das Video drunter an. Dann da erkläre ich das auch so ungefähr, aber da sage ich dann auch wieder, okay, wenn du jetzt, du kannst dich da, wie gesagt, einfach informieren dann bei jemandem, der sich da sehr, sehr gut auskennt in diesem Bereich. Das ist halt auch wieder so eine Geschichte, weißt du, wie mit dem Steuerberater, wie mit dem Anwalt, wie mit allen Dingen. Gewerbeamt kannst du da ein bisschen fragen. Also solltet ihr es nicht gemerkt haben, das war wieder klassische Schleichwerbung. Ja? Also es ist eine Frechheit, dass der hier immer auf seinen Kanal hinweist. Bist du verpackt wie du deine Folge. Also wir machen sowas nämlich nicht. Okay, ich glaube, damit ist die Frage beantwortet worden, beziehungsweise wenn sie jetzt nicht durch uns beantwortet worden ist, dann kannst du einfach unter das Video gucken. Und dann kriegst du es bestimmt in einem ganz, ganz tollen YouTube-Video beantwortet. Das soll's für heute gewesen sein. Kurzer Hinweis noch auf unsere Kanäle, falls ihr es noch nicht gehört habt. Jopedos, Instagram. Wir freuen uns, euch als unsere neuen Follower begrüßen zu dürfen. Der René freut sich absolut, wenn dieses Video geklickt wird. Wenn ihr ein Like da lasst, also bitte, lasst ein Like da. Wir haben extra diesmal wieder unser wunderschönes Gesicht während des Podcasts gezeigt. Folgt ihm, da freut er sich natürlich auch drüber. Und ansonsten, haben wir noch irgendwas? Ich denke nicht, wir haben alles besprochen. Dann sage ich was ciao, hat Spaß gemacht. Was ich noch ganz kurz am Ende reinhauen will, nices Mikro auf jeden Fall von dir.
Ja, ich gebe alles für diesen Podcast. Weißt du? Ich hoffe, dass die Tonqualität besser geworden ist. Ich danke euch wirklich für eure Zeit. Und nochmal zu guter Letzt, danke für euer geiles Feedback und auch natürlich so ein paar witzige Kommentare unter dem Video. Da muss man auf jeden Fall das ein oder andere Mal schmunzeln. Das ist schon echt schön von euch. Alles cool. Wir verstehen Spaß. Und damit, ey, Jungs, ciao, wir haben es geschafft. Gut. Tschüss.